Radio for Kickers Würzburg. 90 Minuten, ein Leben lang. Dieter Wirsching, wir stehen hier in der Flyer Alarm Arena, aber morgen sind wir woanders. Morgen sind wir in Schweinfurt, das erste Spiel der Saison. Sicherlich ein ganz, ganz heißer Tanz. Ja, das werden wir sehen, ob es ein heißer Tanz ist, aber es ist zumindest jetzt vorm Spiel eine gewisse Anspannung zu spüren. Das ist aber vor jedem ersten Punktspiel, weil man jetzt dann doch 4, 4,5 Wochen Vorbereitung Zeit hat, zwar eigentlich für die ganze Saison, aber los geht's dann eben mit dem ersten Saisonspiel. Das ist immer eine heiße Kiste, ob das in Schweinfurt wäre oder ob das in Buchbach. Das ist immer eine besondere Anspannung und dementsprechend sind wir jetzt wirklich froh, dass es losgeht. Es wird natürlich sehr, sehr viel erzählt, sehr, sehr viel geschrieben. Der gegnerische Trainer, ich habe den Kollegen gestern interviewen können, und da wird natürlich auch sehr, sehr viel geredet, sehr, sehr viel geschrieben. Wie ist so deine Mannschaft auf dieses Derby eingestellt? Nimmt man da so Notiz von diesen ganzen Randgeschichten oder ist es für euch also wirklich ein Fußballspiel, wo es richtig um 3 Punkte geht? Na klar, es ist ein Spiel, um es um 3 Punkte geht. Also wie gesagt, das sind die ersten 3 Punkte in der Saison, die es zu vergeben gibt. Da geht es zu einem Aufsteiger, der ist zweifelsfrei. Das gibt zumindest die Interviews her und die Kommentare, die der Kollege abgegeben hat, scheinbar viel Selbstvertrauen hat. Über andere Mannschaften zu urteilen, über deren Spielstil, das würde ich zum Beispiel nie tun. Aber dann selbstverständlich habe ich heute meinen Jungs Zeitungsberichte, Ausschnitte vorgespielt, was der Gegner Trainer denn erzählt hat, was er so von sich gelassen hat. Das mache ich in der Regel immer, wenn das verwertbar ist. Und da waren viele schöne Sachen dabei, die man verwehren konnte. Aber ansonsten werden wir uns auf unser Spiel konzentrieren. Wir sind gut vorbereitet, wir sind körperlich topfit. Natürlich haben wir noch nicht volle Abstimmung, das ist klar. Ja. Und das Selbstvertrauen wird auch dann bei 100% sein, wenn man die ersten Punkte eingefahren hat. Und wir haben alles dafür getan, um gut vorbereitet zu sein. Und wir fahren morgen nach Schweinfurt, um 3 Punkte zu holen. Wie schaut es in der Mannschaft aus? Wie wird die erste Elf ungefähr aussehen? Ja, also wir haben einen 18er Kader nominiert. Wir haben 3 gesperrte Spieler mit Niklas Weisenberger, mit Niki Wirsching und mit Alexandru Dan. Verletzt ist Andi Bauer und länger in der Vorbereitung hat gefehlt Fazl Tahir. Und dementsprechend sind also diese Personen nicht im Kader. Alles andere habe ich die Qual der Wahl. Und wir haben unheimlich viele Facetten, wir haben unheimlich viele Varianten, wie wir spielen können. Wir können vor dem Spiel reagieren, wir können im Spiel reagieren. Und dementsprechend, wie gesagt, bin ich guter Dinge. Wir sind sehr gut aufgestellt. Würzburg Radio präsentiert. IR Sport Radio. IR Radio for you. Am Freitagabend startet die Regionalliga Bayern in den ersten Spieltag. Der Aufsteiger FC Schweinfurt 05 empfängt die Würzburger Kickers. Wir sprachen mit dem Schweinfurter Trainer Gerd Klaus. Ja, die Stimmungslage ist sehr gut. Wir freuen uns natürlich alle, dass es jetzt losgeht und gleich mit dem Auftaktspiel gegen die Kickers freuen wir uns natürlich riesig und das ganze Umfeld, ganze Verein. Ich denke, alle warten auf den Freitag und hoffen dann natürlich, dass wir da positiv abschneiden können. Die Erwartungen sind natürlich sehr groß. Wie ist bei Ihnen im Allgemeinen die Vorbereitung gelaufen? Ja gut, die Erwartungen sind bei uns nicht so groß. Also wir wenn da mit dem Abstieg zu tun haben und die Kickers wollen auch die zu tun haben. Ich denke, das ist eine relativ Zweiklassengesellschaft, was da aufeinander trifft, aber ja, wir wollen natürlich das Spiel gewinnen und Vorbereitung hat eigentlich optimal gepasst. Und aber ich sage Vorbereitung und wenn es dann losgeht, sind immer zweierlei Stiefel und deswegen konzentrieren wir uns voll auf das Spiel und hoffen, dass wir da positiv was mitnehmen können. Ein Wort zu den Neuzugängen beim FC Schweinfurt 05? Ja gut, die Neuzugänge, gerade Steffen Krautschneider, Tom Jeckel und die Jungen, der Margo Jans in der Innenverteidigung, ja, die haben vom Charakter her, denke ich, passen sie gut zu uns und sportlich, wie gesagt, muss man einfach sehen, ob sie uns dann auch weiterbringen. Ne, ich gehe davon aus, aber das kann man jetzt noch nicht beantworten, das muss man nach 10 Spieltagen, da weiß man ein bisschen mehr. Wie schätzen Sie im Allgemeinen die Spielstärke der Regionalliga Bayern ein? Ja, ist schwer für mich zu sagen als Neuling. Also ich glaube, dass man vom spielerischen Niveau, dass man da schon mithalten kann, aber ich glaube, dass man vom
kämpferischen, vom, ja, von der Gewandnis, wenn uns da noch ein bisschen was fällt, damit die Großen mitzuhalten. Aber gut, wir sind ein Neuling, wir haben das Ziel in Klassenhalt und mal gucken, wie wir uns in der Liga zurechtfinden. Gibt es zurzeit bei Ihnen Verletzungsprobleme? Nee, gar keine. Also es ist positiv, dass Simon Hegger war zwar leicht angeschlagen, aber ist jetzt auch wieder topfit und deswegen haben wir alle Mann an Bord und gut. Muss ich dann sogar die Wahl der Qual treffen und sogar Spieler auf die Tribüne setzen. Ne? Das ist natürlich immer eine etwas schwierige Entscheidung für den Trainer, gerade im Anfang, weil alles heiß ist, eben sicherlich auf diese Regionalliga. Ein Wort zum Gegner, zum Spiel am Freitagabend, ein Derby mit sicherlich vielen, vielen Zuschauern. Wie schätzen Sie die Mannschaft der Würzburger Kickers ein? Ja, gut, die Kickers werden am Ende der Saison, glaube ich, in den ersten drei, vier landen und das ist auch dann ihr Ziel. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Mit dem Kader, die haben sehr gute Leute dazugekommen, haben schon eine sehr gute Mannschaft gehabt. Und, gerade Margot Haller zum Beispiel oder der Spieler auf der linken Seite, ja, das ist einfach Qualität, das ist die Klasse. Und gut, wie gesagt, die haben mir letztes Jahr schon gut gefallen, was ich so gesehen habe und was man so von den anderen Trainern gehört hat. Ja, und deswegen wird es uns natürlich ein schönes Auftaktmatch. Freitag, der 12. Juni 2013. Start der Regionalliga Bayern. Das Eröffnungsspiel um 19.30 Uhr. Der Aufsteiger in die Regionalliga Bayern. 1. FC Schweinfurt 05 gegen FC Würzburger Kickers. Sei live dabei. Radio for Kickers Würzburg.